Herzlich willkommen hier in Gleis X, Kirche für junge Menschen in Gelsenkirchen, wo wir seit Ostern die Hoffnungsinstallation haben. Ganz bewusst in der Osterzeit öffnen wir an jedem Abend bis Pfingsten eine Stunde am Abend die Kirche, wo du dich auf den Weg machen kannst, deiner Hoffnung auf die Spur zu kommen. In diesem Kirchenraum gibt es im Eingangsbereich über dem Taufbecken einen Hoffnungsraum, an dem du eine Karte ausfüllen kannst. Woran hängt deine Hoffnung? Und es raufziehst im wahrsten Sinne des Wortes, wenn deine Hoffnung ganz oben hängt, und es weiter nach unten ziehst, also runter, wenn deine Hoffnung darin nicht so hoch hängt. Wir haben im Kirchenraum auch 9 Stationen, an denen man eingeladen ist, sich mit einer Bibelstelle auseinanderzusetzen bzw. sich anregen zu lassen zum Thema Hoffnung, der Hoffnung eben auf die Spur zu kommen. Hier an Station 4 geht es um die Auferstehung von Jesus. Also Jesus erscheint den Jüngern. Und da gibt es die Beschreibung zu sagen, zeichne auf dem Betonboden eine Linie von jetzt bis zur Erfüllung deiner Hoffnung. Schau dir den Weg an und erfinde sein Ziel. Im Leben gibt es auch mal aussichtslose Lagen und man hat das Gefühl, es geht irgendwie nicht mehr weiter. Und die Hoffnung ist in ganz weiter Ferne. Und da gibt es die Station Neubeginn. Jesus ist auferstanden. Hier bist du eingeladen, einfach eine Kerze anzuzünden als Zeichen deines Hoffnungsschimmers, der dann strahlen kann und dir Licht spenden kann. Wie viel Hoffnung hast du gerade? An dieser Station kannst du einfach anpinnen, ob du sehr wenig Hoffnung hast, sehr viel Hoffnung hast, oder darüber nachdenken, ob sich deine Hoffnung vielleicht auch im Laufe der Zeit verändern wird. An dieser Station hier oben im Streckennetz des Lebens gibt es eine Hoffnungsträger- und Hoffnungsträgerin-Station. Du kannst ein Bild von dir machen. Ein Bild, in dem du zeigst, dass du Hoffnungsträger oder Hoffnungsträgerin sein möchtest und dies nach außen tragen, um so auch nach außen hin zu zeigen und deutlich Gesicht zu zeigen. Ich bin Hoffnungsträger, ich bin Hoffnungsträgerin.